Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video geht es um einen weiteren Pionier der Frequenzanwendung, nämlich um Dr. Hulda Clark. Und falls du das Video über Royal Raymond Rife noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das hier oben. Denn mit Royal Rife hat diese Art von Therapie ihren Anfang genommen. Aber heute geht es um Dr. Clark, denn sie konnte weitere bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der Frequenzmedizin vorantreiben. Frau Dr. Hulda Clark wurde 1928 in Kanada geboren und sie war Biologin und Physiologin. In ihren Studien konzentrierte sie sich auf die Biophysik und die Zellphysiologie. Sie ging nach ihren Abschlüssen in die Forschung der Universität von India. Nachdem Forschungsgelder gestrichen wurden, konzentrierte sie sich auf eine private Ernährungsberatung. 1979 verließ Clark die von der Regierung finanzierte Forschung und begann mit ihren eigenen. Sie forschte über alle Aspekte menschlicher Erkrankungen, besonders auch die von Krebs, indem sie viele verschiedene Richtungen, zum Beispiel die Untersuchung von Parasiten, Bakterien, Viren und Pilzen, bis hin zu Schwermetallen, Lösungsmitteln und in letzter Zeit auch Radioaktivität einschlug. Sie wollte herausfinden, wie die menschlichen Körperzellen auf diese Eindringlinge reagieren. Durch ihre Entdeckungen und Erfindungen, wie zum Beispiel 1988 dem Synchrometer, konnte sie vor allem auch im Bereich fortgeschrittener Krebserkrankungen forschen. Ein Synchrometer ist ein Messgerät, welches mittels Resonanzprinzip Erreger, aber auch ein Organ oder eine Chemikalie im Organismus aufspürt. Man kann es vielleicht auch als vereinfachte Elektroakupunktur bezeichnen. Denn alles hat eine charakteristische Frequenz oder auch eine Reihe von mehreren Frequenzen, was auch Royal Rife ab den 1920er Jahren erforscht hat. Bei dem Synchrometer handelte es sich nicht um ein wissenschaftlich anerkanntes Gerät, aber Dr. Clark konnte dank dieses Gerätes in einem Zeitraum von 20 Jahren all ihre Forschungen im Zusammenhang mit Krankheiten durchführen. Sie untersuchte Tausende von Proben, um die passenden Frequenzen herauszufinden. Und ebenso mit dem ersten Zapper konnte sie im Bereich der alternativen Behandlungsmöglichkeiten einen Meilenstein setzen. Doch wie so häufig, wenn es um Alternativen zur Schulmedizin geht, erlebte auch sie schwere Attacken seitens ihrer Gegner im eigenen Beruf sowie von Regierungsbeamten. 1999 wurde sie sogar für einige Tage verhaftet. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen. Trotzdem wurde sie nicht müde, ihr Wissen zum Nutzen der menschlichen Gesundheit mit anderen zu teilen. Das findest du auch in ihren 8 Büchern wieder. Und Frau Dr. Clark nutzte die Technik mittels Stroms und verschiedener Frequenzen Erreger im Körper zu töten, wie sie sagte. Sie benutzte über Jahre einen Frequenzgenerator, um einen Erreger nach dem anderen zu zappen, was allerdings sehr viel Zeit in Anspruch nahm, meist mehrere Stunden. Denn eine ihrer größten Entdeckungen war der Zusammenhang zwischen Parasiten und chronischen Krankheiten, der bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Beachtung fand. 1994 dann baute ihr Sohn den ersten Zapper. Dieser war tragbar und mit Batterie betrieben und eigentlich sollte dieser dazu dienen, Darmegel im Körper abzutöten. Zu ihrer Verwunderung stellte sie aber fest, dass dieser Zapper alle krankmachenden Erreger eliminierte, auch ohne eine bestimmte Frequenz. Das wiederum lag nämlich an der Batterie, welche einen Rechteckstrom mit positivem Offset erzeugt. Und aufgrund dieser Entdeckung dachte Frau Dr. Clark, die von ihr herausgefundenen Frequenzbereiche der krankmachenden Erreger könnten vernachlässigt werden, was sich allerdings im Laufe der Zeit relativiert hat. Denn verschiedene Forscher, darunter auch Heilpraktiker Baclayan, griffen ihre Ergebnisse auf, forschten weiter und manche wenden es heute nach eigenen Forschungsresultaten in einer etwas differenzierteren Form an. Dr. Hulda Clark verstarb im September 2009 im Alter von 80 Jahren. Wirklich beeindruckend, was sie alles herausgefunden hat, um den Menschen etwas an die Hand zu geben, sich selber zu helfen. Die Clark-Zapper gibt es natürlich bis heute und was Dr. Clark unter anderem auch noch entwickelte, war das Plate-Zapping. Dabei wird in die zuführende Strombahn eine Metallplatte zwischengeschaltet, auf die entsprechende Ampullen und Tropfen als Träger für Filterinformationen gelegt werden können. Man könnte es auch als vereinfachte Bioresonanz bezeichnen.
Heilpraktiker Baklayan war einer, der dieses Grundmodell des Zappers weiterentwickelte, und durch seine Entdeckung der harmonikalischen Frequenzen ist der Diamond Shield Zapper in der Lage, nicht nur Erreger zu schwächen, sondern ins Ungleichgewicht gekommene Bereiche wie Meridiane oder auch Akupunkturpunkte, welche dir vielleicht aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Medizin schon bekannt sind, systematisch mit ihrer eigenen Frequenz in Resonanz zu bringen. In etwa so, wie wenn man ein Musikinstrument stimmt. Dadurch kann die Energie wieder frei fließen und durch Selbstregulation können alle körperlichen Funktionen ihre Aufgabe wieder übernehmen. Das ist auch einer der großen Vorteile des Diamond Shield Zappers, weil darin Clark, Rife, die Blutzapfrequenz nach Dr. Beck und die harmonikalischen Frequenzen integriert sind, also eine perfekte Ergänzung. Das war heute mal ein weiterer Ausflug in die Vergangenheit und zum ersten Zapper. Falls dir das Video gefallen hat, dann teile es gern weiter. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, und vielleicht hast du auch jemanden in deinem Bekanntenkreis, der sich ebenfalls für alternative Anwendungsmöglichkeiten interessiert. Wenn du weiter ins Thema eintauchen willst, dann findest du genug Material im Netz und natürlich auch in den Büchern von Frau Dr. Clark. Ich bin jetzt auch schon wieder am Ende des Videos. Ich freue mich wie immer über deine Kommentare. In der Infobox findest du weiterführende Links zum Diamond Shield und auch zwei Affiliate-Links mit 5% für dich. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und bis bald.